Kontren werden weiter in petrologische Subtypen eingeteilt. Allerdings entgegen dem, wie es hier scheint, nicht so quantitativ, also nicht Typ A ist bis 33%, Typ AB bis 66% und so weiter, sondern das ist mehr ein qualitatives Schema. Und es funktioniert wie folgt. Auf der X-Achse ist in Molprozent oder in Modalanteilen Olivin und Pyroxen aufgetragen. Wenn jetzt eine Chondre sehr olivinreich ist, also hier auf der linken Seite ist, dann ist eine Typ A-Chondre. Und diese Chondre ist außerdem auch siliziumarm. Und zwar deshalb siliziumarm, da in einem Forsterit beispielsweise das Magnesium-Silizium-Verhältnis 2 ist, das heißt relativ wenig Silizium drin ist. Gilt natürlich auch für Pfeile, da ist halt das Eisen-Silizium-Verhältnis 2. Wenn dann die Chondre, wie hier auf der linken Seite, sehr pyroxenreich ist, dann ist es eine Typ B-Chondre. Das heißt, sie ist vergleichsweise siliziumreich. Wie gesagt, vergleichsweise, denn Magnesium-Silizium, Eisen-Silizium in Pyroxen ist eben Verhältnis von 1, also mehr Silizium drin. Und entsprechend dazwischen, und hier kommt dieser qualitative Aspekt rein, ist dann, wenn es Olivin und Pyroxen vorhanden ist, ist eine Typ AB-Chondre mit intermediärem Silizium. Und es ist klar, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wo ist jetzt genau die Grenze zwischen A und B, AB und AB und B, denn es ist nie ganz klar, ist jetzt der Olivin-Pyroxen-Gehalt, ist der noch A oder ist er schon AB? Ist auch tatsächlich nicht so wichtig. Wie gesagt, ist ein rein qualitatives Schema. Subtyp heißt das Ganze, da diese Buchstaben A, A, B, B dem petrologischen Typ 1 bzw. 2 nachgestellt werden. Also wenn man jetzt eine Typ 1 Chondre hat, also eine sehr magnesiumreiche Chondre und die hat auch viel Olivin, dann ist eine Typ 1 A Chondre. Wenn man jetzt eine Typ 1 Chondre hat, also wieder sehr magnesiumreich, aber sehr viel Pyroxen hat, dann ist eine Typ 1 B-Chondre. Oder wenn man eine eisenreiche Chondre hat, also Typ 2, aber viel Olivin, ist eine Typ 2A und sehr eisenreich, also Typ 2, aber viel Pyroxen, ist eben eine Typ B-Chondre und dann eben entsprechend intermediär das Ganze auch nochmal. Und das ist, weshalb das Subtyp heißt. Also dieser Subtyp richtet sich danach, welche Mineralogie die Chondre hat, also viel Olivin oder viel Pyroxen, beziehungsweise auch danach, wie die Siliziumkonzentration in dieser Chondre ist.